So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine Folge Ramses Kitchen. Und wundert euch nicht, was hat der Ramses denn schon wieder gemacht? Hat sich schon wieder verkleidet, sieht aus wie eine Weißwurst. Und das ist auch das Thema heute. Denn wir gucken am Montag ja immer die Videos von Casto. Unter anderem beim Chill mit Ramses Livestream gucken wir auch Casto. Und Casto hat den Altenburger Senftest gemacht. Er hat diverse Sorten Altenburger Senf getestet. Mit unterschiedlichen Sachen. Mal hat er zum Bratwurst-Senf-Bratwürste gemacht. Dann hat er zu allen verschiedenen anderen Senfs Hauptsache Weißwurst gemacht. Jetzt war ich beim Hannes in München, haben wir Weißwurst auch gegessen mit dem schönen süßen Senf mit einer Brezen dazu. Das war wunderbar. Und ich habe gedacht, ich habe auch schon seit längerem Senf hier rumstehen. Spezielle Senfsorten, wusste nie, mit was ich das essen soll und war jetzt davon ein bisschen inspiriert, weil der Casto jetzt die Weißwurst rumzütschelt und weil der Hannes in München da eben Weißwurst serviert hat, habe ich gedacht, ich werde mir auch mal Weißwurst besorgen. Das war schwieriger als gedacht, denn im ganzen Rewe habe ich nur eine einzige Packung Weißwürste gefunden. Lag im Wurstregal Weißwürste von der Firma Zimmermann und die haben 2,69 Euro gekostet. Ich weiß nicht, welche Weißwürste jetzt der Casto direkt hatte. Wie viel hat bei dir eine Packung Weißwurst gekostet? Das sind Zimmermann 5 Stück, 5 kleine für 2,69 Euro. Dann habe ich extra nochmal gefragt, ob es nicht noch andere gibt. Dann haben die mich zum Regal geführt und gesagt, wir haben auch welche in Dosen. Aber auch die in Dosen sind von der Firma Zimmermann, sind 4 Stück, also statt 5 Stück eine weniger. Die scheinen aber, wenn man das hier mal daneben hält, viel größer und länger zu sein. 4 dicke, fette, große Münchner Weißwürste mit Petersilie verfeinert. Und hier kostet die Dose 3,79 Euro. Also das, da frage ich mich, wie man sich das leisten soll. Ne? Als Normalsterblicher isst man keine Weißwurst, weil es nicht schmeckt, sondern weil du Millionär sein musst, gefühlt. Und dazu wollen wir heute mal Karls Erdbeer-Chili-Senf testen. Wir haben hier ein Senfglas, Karls Erdbeer-Chili-Senf. Das haben wir schon länger bestellt. Erdbeer-Chili-Senf, Senfzubereitung mit Erdbeersaft aus Karls Erdbeeren. Ansonsten ist er hoffentlich ein bisschen scharf. Sieht halt auch total rosa aus. Wie ich den jetzt esse, weiß ich nicht. Den werden wir gleich mal aufmachen. Und dazu gibt es eben diese Weißwürste. Das Ganze jetzt hier vielleicht fürs Thumbnail so mal hingeschmissen, dass das aussieht wie bei Hör mal, wer da hämmert. Da müssen wir mal stillhalten, weil ich das immer nicht hinkriege, dass das passt. Ich weiß nicht, soll ich jetzt die Dose machen? Soll ich jetzt die Packung machen? Ich glaube, ich mache einfach erstmal eine Dose, weil das 4 große Fette sind. Da steht auch drauf, wie man die zubereitet. So schmecken sie am besten. Die Flüssigkeit aus der Dose mit der gleichen Menge Wasser zum Sieden bringen, den Topf von der Herdplatte nehmen und die Weißwürste 10 bis 12 Minuten ziehen lassen. Also wir machen das auf, kippen die Soße in einen Topf, tun die gleiche Menge Wasser auch nochmal in den Topf rein. Adi, guck mal, wie das aussieht. Ist das nicht süß? Schon mal so eine Weißwurst gesehen? Die kann man gar nicht rausnehmen. Die hauen einfach ab, alle insgesamt. Gib mir so eine Weißwurst, Bruder. Lass die Weißwurst, du Luder. Ich komme da nicht hin. Da musst du richtig ziehen. Eine Weißwurst, das ist zu intim. Ey Mann, ich krieg die nicht raus. Warte, ich muss das kurz hinstellen. Weißwurst, jetzt drück mal eine runter. Und im Gegensatz dazu eine andere hoch. Das ist übelst gleich sub die ganze... Ich kann das nicht, ich muss das... Ich muss das abgießen, ich komme da nicht rein. Die Weißwurst hat mich überlistet. Wir werden das jetzt erstmal rüberschmeißen in einen Topf und dann sehen wir mal weiter. So, das ist der Topf, das sind die Weißwürste. Wir kippen jetzt erstmal die Brühe hier rein. Das ist ja wichtig. Das ist die Brühe. Das sind immer noch die Weißwürste. Und jetzt dazu nochmal Wasser nehmen, ganz kurz. So, das muss reichen. Das war jetzt die gleiche Menge an Wasser. Das jetzt erstmal aufkochen und dann diese Weißwürste rein. Die sehen auf jeden Fall lustig aus, sind aber gar nicht so hoch wie die Dose.
So viel musst du abziehen, die sind also nur so, nicht dass die genauso groß sind wie die anderen. Dann lieber die kleine Packung mit 5 Stück als die große. Wir machen das jetzt erstmal hier heiß und dann schmeißen wir die da rein. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das Wasser muss sieden, aber darf nicht kochen. Es kocht noch nicht, es wollen sich aber gerade Bläschen bilden. Es steigt auch die ganze Zeit Dampf auf. Das heißt für mich, ich nehme das jetzt runter und versuche hier die Würstchen jetzt reinzugeben, dass die jetzt in diesem Siedewasser liegen. Ein Stück zurück, dass es aufhört hier. Oh mein Gott, guck dir das an. Das sind Würstchen im Siedewasser. Und die müssen jetzt 10 Minuten hier in diesem Siedewasser rumhängen. Da unten ist die Katz. Und dann stellt man das hin und dann frisst man das aus dem Wasser. Also eigentlich gibt man das nochmal in ein schöneres Gefäß, aber ich werde einfach den Topf dann mit rübernehmen. Das jetzt 10 Minuten ziehen lassen im Siedewasser. So, die Weißwürste sind jetzt fertig, hoffe ich. Die stehen nämlich jetzt hier in diesem Topf. Und der Topf, der steht die ganze Zeit schon eigentlich drüben bei Pupsi. Die sollte mal drauf aufpassen, weil der Adi in der Küche war, nicht, dass er die Weißwürste frisst. Ich war nämlich kurz baden, habe mich frisch gemacht. Ist nämlich wichtig, immer noch einen Schlüpper an, wenn du eine Weißwurst isst. Ne? Und ich esse die eh immer falsch. Alle sagen immer, die musst du zütscheln. Wie komme ich denn da jetzt aber da dran zum Zütscheln? Die anderen machen die Haut komplett ab und fressen die so. Ich habe die immer einfach abgeschnitten, mir eine Scheibe runtergeschnitten und so gegessen. Habe die Haut mitgegessen, wusste das nicht. Beim Hannes habe ich gesehen, die haben die Haut abgemacht, daneben gelegt. Ich habe die Haut dann von den anderen einfach noch gegessen. Das werde ich wahrscheinlich heute auch machen, bis ich dann irgendwann in der Ecke liege. Ich nehme jetzt mal, ich habe das ist so blöd vorbereitet. Der Topf, der ist auf jeden Fall noch schön warm. Wir stellen ihn jetzt mal hier rüber. Wir nehmen mal, die drei gehören zusammen. Drei gehören zusammen. Und die eine ist einzeln. Komisch. Weil auf der einen Packung stand nämlich, Weißwürste werden nie im Paar gekauft, immer nur einzeln. Das sind aber 4. Was ist das denn dann? Ich glaube, ich tue die 3 Stück erstmal wieder rein. Nehme mir diese eine. Ganz fachgerecht müsste man wohl jetzt hier irgendwie mal so da reinschneiden oder so und dann versuchen, die Haut abzuziehen. Ganz gemütlich. Zieht ja auch immer die Haut ab. Zütschelt ihr das? Das ist auf jeden Fall eine Heidensauerei. Was mir wohl sagt, dass ich die Haut wohl nicht wieder abziehen werde beim nächsten Mal. Also, jetzt habe ich hier was abgezogen. Jetzt ziehe ich hier drüben was ab. Also, das ist, vor allem ist es total schmierig und klebrig. Jetzt heftet sich alles an die Hand. Also, ein Abzieher bin ich nicht. Da muss ich auf jeden Fall noch üben. Jetzt erkenne ich auch nicht mehr, wo überhaupt noch dran ist und wo nicht. Was für mich heißt, dass ich einfach die Haut dann dran... Guck mal, die Haut kannst du doch essen. Warum willst du die Haut abmachen? Die Haut ist doch vollkommen egal, Bruder, ich schwöre. Alles ist weich, alles ist klebrig. Ich habe jetzt leider nichts dazu. Keine Brezen und nix. Aber wir haben den Erdbeer-Chili-Senf. Den werden wir jetzt mal aufmachen von Karls. Da kommt schon alles rausgeschmoddert. Guckt euch den an, wie der aussieht. Wir wollen das jetzt mal hier noch abmachen. Gehen mal mit dem Messer. Mit dem Messer hier rein, haben diesen Senf, packen diesen Senf auf diese Wurst und probieren mal. Ist aus Karls Erdbeeren gemacht. Es hat eine sehr süßliche Note. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das nach Erdbeeren schmeckt. Irgendwie lenken die Wurst total ab. Es hat auf jeden Fall irgendwie eine süßliche Note, auch eine gewisse Schärfe. Eigentlich soll es eine Chili-Schärfe haben, aber es irgendwie schmeckt wie süßer Senf. Nur halt ein bisschen schärfer als süßer Senf, keine Ahnung. Und ist halt total schmierig und labbrig. Ist auch nicht körnig. Ich glaube, normaler Senf ist schärfer als der, obwohl das Chili-Senf ist. Aber durch den süßen Erdbeeranteil, wodurch er dann wieder wie süßer Senf wirkt, ist die Schärfe nicht mehr so da. Ist interessant, aber ich glaube, da braucht ihr keinen teuren
Karls Erdbeer-Chili-Senf für 10 Millionen Euro oder wie viel der gekostet hat. Da reicht es doch einfach. Süßer Senf, den man überall so im Handel kriegt. Da haben wir das jetzt hier mitgenommen. Ich schneide mir hier mal den Zibbel durch, dass ich hier an diese Wurst komme. Da ist also jetzt der Zibbel noch dran, damit man nicht so ein vieles rumgebastelt hat. Kann man sich das einfach jetzt hier dran machen. Und die nächste essen mit Haut. Die Haut ist trotzdem sehr dünn. Also, egal. Ich weiß nicht, was die Leute haben gegen Weißwürste. Ich finde die eigentlich richtig genial, gerade als ich die beim Hannes gegessen habe. Ich esse sonst nie Weißwürste, jetzt bin ich auf den Geschmack gekommen. Werde ich also mal den Test machen mit den ganzen Weißwürsten und den diversen Senfs, die ich da habe. Aber ich glaube, ich werde mir dann noch ein bisschen Toastbrot dazu nehmen, was anderes habe ich nämlich nicht da. Erster Senf, also ist okay. Ist nicht zu scharf, ist sehr süßlich, ist was ganz Besonderes. Kann man sich wirklich mal reinziehen. Karls Erdbeer-Chili-Senf. Aber nochmal unbedingt würde ich den nicht kaufen, denn ich esse gerne scharf. Ich brauche wirklich was Schärferes. Ich habe noch Jalapeno-Senf da, der mir geschickt wurde. Da freue ich mich besonders drauf. Und das ist ein feines Gimmick, auch von der Farbe her. Oder wer halt auf Erdbeeren steht, vielleicht schmeckt ihr das mehr raus. Ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.